Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit einer weiteren Runde von Quizduell. Ich spiele hier auf meinem Handy Quizduell und derjenige, der gegen mich angesetzt wird als beliebigen Spieler, der kann ein Buch gewinnen und zwar dieses Buch hier, Ficken fürs Volk, geschrieben von mir und von Emily Cole. Und wenn der gewinnen sollte, kriegt er am Ende eine Nachricht von mir zugeschrieben. Und kann sich dann dieses Buch schicken lassen. Ja, ich bin mal gespannt. Also, beliebiger Spieler. Wer ist der beliebige Spieler? Das wissen wir noch nicht, aber ich spiele die erste Runde und ich darf wählen, welche Kategorie. Zeugen der Zeit, die 2000er, Essen und Trinken. 2000er. Mal gucken. 2000er ist, glaube ich. Welcher ehemalige US-Präsident starb im Jahr 2004? Ronald Reagan, Bill Clinton lebt noch, Abraham Lincoln viel früher, George H. W. Bush, der lebt auch noch, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Ronald Reagan. Ja, sehr gut. Am 2. April 2005 starb der ehemalige Papst der katholischen Kirche und wurde kurz darauf im Petersdom beigesetzt. Wie war sein Name? Johannes Paul II., würde ich sagen, Paulus der VI., Benedikt der XVI., St. Petrus sind es nicht, sondern Johannes Paul der II. Ja! Yeah! So, war ja einfach bis jetzt. In welcher deutschen Stadt wurde im Jahr 2000 die Veranstaltungshalle Preuß AG Arena, heute TUI Arena, eröffnet? Boah, Hannover, Düsseldorf, Köln. Nee, Köln, Leipzig ist auch nicht. Hannover. Ja, die erste Runde habe ich mit Bravour bestanden. 3:0 gegen beliebigen Spieler. Der kann sich warm anziehen, sage ich dir. Da geht es gleich rund. In der zweiten Runde ist mir zugeschrieben worden Freddy Colonia 1948. Bin ich mal gespannt, wer Freddy Colonia so ist. Also ich habe, er hat schon gespielt, ja, Bücher und Wörter. Mal gucken. Ich verlose zwar hier so ein Buch, ne, aber Bücher und Wörter, mal gucken, hoffentlich wird es nicht peinlich. Welche übersinnliche Fähigkeit besitzt Carrie, die junge Protagonistin des gleichnamigen Romans von Stephen King? Sie kann Telekinese. Teleportation, nein, Fliegen nicht, Pyrokinese, Telekinese. Ja. Ja, Fliegen ist klar, Teleportation ist sich irgendwohin sich oder was anderes irgendwo hinbeamen sozusagen, Telekinese etwas bewegen und Pyrokinese ist etwas explodieren lassen. Hat sie nicht gemacht. Gut. Wie viele Nazgul gibt es in Tolkien, Herr der Ringe? Was ist denn das mit Büchern und Wörtern? Ja klar, es ist in einem Buch vorgekommen, aber wie viele Nazgul sind? 7, 9, 10, 5, ich sag 9. 9? 9? War ja klar. Wessen Mutter wünscht sich, ach, hätte ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, so schwarz wie das Ebenholz an diesem Fenster, Schneewittchen. Rosenrot, Schneeweißchen, Schneewittchen, Rapunzel, Schneewittchen. Ich warte nochmal bis zum Schluss, bis zum Schluss, bis zum Schluss. Yeah, sehr gut. Ja, Freddy Colonia, 1948. Zieh dich warm an, es steht 6:4 für mich. Ting, ting, ting. Ich spiele die dritte Runde direkt. Und die dritte Runde kann ich wählen. Und die dritte Runde lautet Macht und Geld draußen im grünen Computerspiele. Alles Kacke. Macht und Geld. Das findet der auch schwer. So. Was ist ein zentraler Begriff der Wirtschaftstheorie? Steuerverschiebung, schwarzer Freitag, Lovely Effekt, kooperativer Kostenvorteil. Wirtschaftstheorie. Komparativer Kostenvorteil. Keine Ahnung. Aha. Ja, komparativer Kostenvorteil ist natürlich ein zentraler Begriff der Wirtschaftstheorie. Ist diese Frage interessant? Total, ja. Wie viele Personen waren mindestens involviert, wenn vor Gericht vom Tatbestand einer Schlägerei gesprochen wird? Zwei. Oder sind das dann drei schon bei der Schlägerei? Zwei. Das sind drei. Warum denn? Was ist denn mit zwei? Bei zwei ist es Haue.
Bei drei ist es schon Schlägerei. Keine Ahnung. Krass. Okay. In der Nähe welcher deutschen Stadt hat das milliardenschwere Unternehmen S. Oliver seinen Sitz? Wo sitzen die denn? Saarbrücken, Chemnitz, Würzburg, Bergisch Gladbach. Ich würde sagen Saarbrücken, aber ich weiß überhaupt nichts. Boah, Würzburg? Echt? Da ist S. Oliver? Sein Ding. Ja, Freddy Colonia 1948. Steht 7 zu 4. Egal was du machst, du kannst nur ausgleichen. Eine neue Runde gegen Freddy Colonia 1948. Freddy Colonia hat gespielt Sport und Freizeit. Wir sind in Runde 4 und er hat schon gespielt. Und ich spiele jetzt hinterher. Pass auf. Wie nennt man einen solchen Würfelwurf? Pasch, Hasch, Flasch, Crash. Flash, Crash, Hasch oder Pasch? Hasch. Bescheuert ist das denn? Pasch natürlich. Zack. Hat Freddy Colonia auch. Welches keine Öffnung beim Schach? Französisch, Skandinavisch, Damendeutsch, Königsindisch. Oh, ey, Schach kenne ich überhaupt nicht. Skandinavisch habe ich noch nie gehört. Damendeutsch. Naja, gut. Aber Freddy Colonia wusste es. Mist. Wie heißt der Fußballspieler und ewige Star des AS Rom, der trotz attraktiven Angeboten nie zu einem anderen Verein wechselte? Boah, Andrea Pirlo, Francesco Totti, Paolo Maldini, Roberto Baggio. Totti. Totti. Sag Totti. Mach Totti. Ja. Totti. Aber das hat er auch. Mist. Ach, Käse. 9 zu 9. Okay, ich spiele die nächste Runde und die nächste Runde wird mir bestimmt liegen und das ist Medien und Unterhaltung. Sehr gut. Wer ist das? Ulrich Wickert. Irgendwie auch, könnte ja auch Karl Schmidt. Jan Hofer? Ne, der sieht anders aus. Ulrich Wickert. Zaggi, Bumbaggi. Und jetzt kommt, welcher deutsche TV-Sender hatte im ersten Halbjahr 2013 prozentual den größten Marktanteil? ProSieben, ARD, RTL, ZDF. 2013 war es RTL. Uff, ZDF? Ja, um Gottes Willen. Mit welchem ehemaligen Fußballer moderierte Matthias Opdenhövel in der ARD mehrere Fußballspiele während der EM 2016? Mit Mehmet Scholl. Oliver Kahn, Stefan Reinhardt, Stefan Edberg? Nein, Mehmet Scholl war das. Der hat doch mit dem Scholli hat er doch. Oder Oliver Kahn? Nee, das war ein anderer. Das war Oliver Dingsa. Genau. Oliver Welke hat mit Oliver Kahn. Genau. Mehmet Scholl. Puh, Glück gehabt. So. Und jetzt muss Freddy Colonia nachziehen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich führe zwei vor. Er kann. Warte mal, was für eine Frage. Oh, das mit ZDF? Weiß er nicht. Das sage ich. Ich sag mal, das mit ZDF weiß er nicht. Die anderen könnte er wissen. Von daher ist es Gleichstand. Prophezei ich mal. Es geht in die letzte Runde gegen Freddy Colonia. Ich bin schon ganz gespannt und ganz hibbelig. Ich führe 11 zu 10 und eine heiße Kiste, weil Körper und Geist gefällt mir nicht so sehr. Und ich spiele jetzt mal einfach drauf los. So. Bedeutet Körper und Geist ist die Frage. Wie lang ist der Dünndarm eines lebenden erwachsenen Menschen in etwa? 12 Meter, dachte ich. 10 bis 12, 2 Meter, nein. 3 bis 6, nein. 7 bis 9, nein. 10 bis 12 Meter. 10 bis 12? Nein! 3 bis 6! Wieso denn 3 bis 6? Ist voll kurz! 10 bis 12 war es doch. Immer. Meiner ist 10 bis 12. Naja, gut. Zwischen welchen Werten sollte der Blutzucker bei einem gesunden Menschen im nüchternen Zustand liegen? Keine Ahnung. Boah, jetzt muss ich tippen. Ich nehme 0,5 bis 1. Verdammt! Das hat er! Das hat er richtig! Wieso hat er das? Ich habe schon verloren. Die letzte Frage brauche ich gar nicht. Welchen inneren Organ besitzt ein rechtes oder ein linkes? Welches innere. Ein linkes Ohr. Die Lunge. Hä? Die Niere? Ich bin total. Ist mir jetzt scheißegal. Ist blöd. Ich habe verloren. Ja, Lunge. Ah, Herz natürlich. War mir blöd. War mir blöd egal. So. Mist.
Aber ich hätte ja noch ausgleichen können, ich Depp. Ja, habe ich ein bisschen verbaselt. Aber macht nichts. Alles okay. Freddy Colonia, du hast ein solches Buch gewonnen. Freddy Colonia 1948. Du hast das Buch gewonnen. Ficken fürs Volk. Ich schreibe dir jetzt gleich eine Nachricht. Und dann kannst du mir, wenn du mir deine Adresse sendest, natürlich nur unter geheimer PN, kannst du mir dann entsprechend die Adresse senden und dann kann ich dir das zukommen lassen. Ficken fürs Volk, geschrieben von mir. Tja, Mist. Ich will nicht verlieren. Ärgern, ärgern, ärgern. Cheerio, Miss Sophie.